So, Dalia, das ist mal eine Analyse während des Tages. Wir haben 11:19 Uhr. Wenn ich das hier beginne, dann wird es wahrscheinlich erst um 1 Uhr drinstehen, nehme ich mal an. Das ist eine Analyse über Delivery Hero, weil ich glaube, da muss schon mal das eine oder andere gesagt werden, bevor jetzt da irgendwie kollektives Schreien losgeht. Ich habe den Bildschirm heute mal geteilt. Das ist im Moment der Wochenchart und das ist mal der 60-Minuten-Chart. Also, die sind durch alles Mögliche durchgeflogen. Ja. Das hier war das Corona-Tief. Das hier war das Prä-Corona-Hoch, 82. Das Tief war bei 50. Sind sie durch? War eine schöne Unterstützung hier. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Nicht die Bohne. Ich habe jetzt vom Chart hier diesen Bereich hier, der wird auch hier hinten bestätigt. Da sind wir erstmal bei rund 37,5. Und als nächstes habe ich die 31,5. Da kommen wir hier, das ist dann schon der März 2019. Und hier sind wir dann. Also das wäre schon arg bitter bei 27,40. Das ist vom 17.12.2018. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber ich nur mal ganz kurz auf die Technik geschaut. Klar, hier weiter am Fallen und hier tiefer geht es fast gar nicht mehr. Ein Oszillator von 2,43. Aber wie gesagt, das ist der Wochenchart. Jetzt gehe ich mal auf den Tageschart. Jetzt haben wir die Listen, diese Linien hier übernommen. Tja. Das war heftig. Das Interessante an dieser Bewegung ist, dass sie während des Tages stattfand. Na, komm her. Während des Tages. Also es hat nicht mit einem Gap, mit einer Kurslücke aufgemacht, sondern während des Tages ist das Ding hier, ich möchte noch nicht mal sagen, heimlich still und leise, sondern unter großen Volumina weiterverkauft worden. Jetzt haben wir hier das MACD nach wie vor logischerweise negativ, Stochastik auch negativ. Und mir geht es jetzt darum, weil der eine oder andere von euch wird jetzt mit Sicherheit anfangen zu sagen, oh, die werden doch mal wieder ein bisschen korrigieren, weil hier sind sie 40 und da oben waren sie 65, die könnten doch mal wieder 50 gehen. Ja, habe ich im Prinzip nichts gegen zu sagen. Können sie machen. Die Frage ist nur, ab wo. Deswegen habe ich hier nochmal diese Unterstützung rein, 37, also genau genommen 87, sagen wir mal 37,5. Und hier unten die bei 31. Ich mache das so, wie ich das auch in Facebook gemacht habe, wie ich das auch in Netflix gemacht habe. Ich muss hier erst, deswegen habe ich 4 Stunden und Stunde reingelegt, ich muss hier erst eine Stabilisierung abwarten. Da ist noch nichts. Hier dreht nichts nach oben, hier dreht nichts nach oben. Die Bänder gehen fett auf, noch nach wie vor. Ich meine, das müssen sie auch. Gehen wir mal hier auf die Stunde, die ist ja neben dran. Hier hat das obere Band sogar schon leicht gedreht. Ich mache es mal ein bisschen größer, leicht gedreht. Das Stundenband genießt bei mir nicht so viel Vertrauen wie das 4-Stunden-Band. Also hier muss erstmal, das ist zwar nice, aber das reicht mir noch nicht. Wir sind auch hier extrem tief. Wir sind über das MACD schon ganz leicht hier am Unterstützung finden. Die Delivery Hero folgen den Wirecard in den DAX. Also ich hoffe nicht, dass das ein schlechtes Omen ist, aber das sehe ich nicht so. Die waren in der Spitze, wenn ich es richtig gesehen habe, bewertet mit 27 Milliarden. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz böse, das ist ein Pizzalieferant. Ja? Natürlich, der ist riesig, der ist in vielen Ländern vertreten und so. Es ist ein Pizzalieferant. Das war einer der, und ich mag ja das Wort nicht, Corona-Profiteure, wie auch unter anderem Hello Fresh. 27 Milliarden, meine ich, war die Zahl und damit waren sie größer und das hat mich gestört, als zum Beispiel eine Deutsche Bank, eine Deutsche Börse, eine Porsche, eine RWE. Die sind alle deutlich drunter gewesen. Die waren stabil im Mittelfeld des DAX gelegen. Ich fand das merkwürdig. Ja, ich fand das einfach zu viel. Ich habe das auch immer wieder gesagt, dass also ich möchte gern wieder essen gehen und sobald das mit Corona sich ein bisschen beruhigt, noch tut es ja nicht, aber wir handeln ja die Zukunft. Bin ich eher der Meinung, ich brauche eine Delivery Hero nicht beim Kurs von 140. Die waren also ganz fett bewertet. Ganz erstaunlich fett. So, jetzt sind sie noch wert, wenn ich es richtig gesehen habe, 9 Milliarden. Die Zahlen an sich waren gar nicht so schlimm. Ja, aber der Ausblick ist halt nicht so. Ja, wir werden weiter Verluste machen. Und das ist halt das große Problem. Ob dann daraufhin ein Verlust von hier diesen 20 Euro hier gerechtfertigt ist oder nicht, das wissen wir in ein paar Wochen. Auffallend ist, oder fand ich zumindest, dass das hier von 135 immer wieder eine schöne, einen ganz klaren Downtrend hatte. Aber
Hier überall wurde das verkauft. Immer wieder, immer weiter, immer weiter. Und auf einmal kommt dieser Fangschuss. Anders kann ich das gar nicht sagen. Was macht man jetzt hier? Wenn man keine hat, bin ich der Meinung, kann man sich trotzdem noch ein bisschen zurücklehnen. Ja, das ist noch nicht stabil genug. Das ist Zockerei. Ich habe also auch eins gemacht. Ich habe mir, bitte nicht lachen, ganze 10 Stück gekauft. 10, nochmal, 1-0. Weil ich wollte da reinschnüffeln. Ich will es riechen. Und das hat praktisch von der ersten Minute an ziemlich übel gerochen. Ne? Ich habe die gekauft hier irgendwo, ich glaube, bei 49,5. Und ich habe die auch noch. Ich werde die jetzt nicht geben. Aber dann hat er hier mit der 50 rumgekämpft und hat dann auch relativ schnell aufgegeben. Solange das hier nicht dreht, über die 4-Stunden-Basis, dass das hier mal ein bisschen runtergeht, hier unten mal ausnahmsweise ein paar weiße Kerzen reinkommen. Bei mir sind ja die positiven weiß und die negativen schwarz. Bei euch sind es wahrscheinlich grün, die positiven. Muss ich hier noch nichts machen. Und wenn, wirklich nur Schnüffelstücke. Ich werde aber jetzt auch diese 10 Stück nicht verbilligen, verwässern. Ich mache das nicht, ich warte ab. Für mich bekommen die erst, ich sag mal, nachhaltige Unterstützung im Prinzip, wenn sie hier über die 50,5 gehen. Aber wenn der Freund jetzt hier, Delivery, mal hier so eine Seitwärtsbewegung macht, sodass das 4-Stunden-Band einknickt, dann bin ich da ein bisschen vorteilhafter unterwegs von meinem Kopf her. Aber ich sage einfach nur, Vorsicht walten lassen. Ich habe euch mal ein paar Scheine mitgebracht. Ich habe die vorher analysiert, habe geschaut, wer macht denn da momentan, und das ist schwierig, auch für den Emittenten, die sinnvollsten Preise. Ich kam auf die HSBC. Und nochmal kurz zurück. Das hier ist die erste Unterstützung, rein vom Chart her, bei 37,5. Und das ist die zweite bei 31,5. Ich runde leicht. Und deswegen habe ich die Scheine für eure Watchlist erstmal darunter liegen lassen. Da gäbe es, ich nenne euch jetzt 3 Stück, da gibt es hier den, 31,5. Das sind alles Open-End-Scheine, alle von Trinkhaus, also von HSBC. Der hier, 31,5, hat die Kennnummer HG1C13. Kann man sich gerne auf die Watchlist legen. Der zweite ist ein 30er und der hat die Kennnummer HG1AV9. Der dritte ist einer, der noch ein bisschen tiefer ist, 28,85, hat die Kennnummer HG1C12. Das soll jetzt um Gottes Willen keine Aufforderung zum Kauf sein. Das ist jetzt erstmal für eure Watchlist. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich mache das hier mal ein bisschen höher. Angenommen, wir haben jetzt mal, sagen wir mal, 6, 7, 8 Kerzen, die jetzt hier so in die Seite meandern, dass dann das Band oben bricht. Da kann ich auch einen nehmen, der höher liegt. So, der muss aber auf jeden Fall hier drunter liegen, unter der 37,5. Ja, so eine 35er, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist dann ein schöner, ordentlicher Hebel. Aber in dem Fall, ihr müsst es langsam angehen, ganz, ganz langsam. Jetzt bloß nicht mit eurem normalen Size da rein, weil die können den Weg noch hier runter suchen. Das ist noch nicht sauber, da ist jetzt auch ganz viel Psychologie drin. Und tatsächlich muss man eins sagen, die Hedgefonds, und da sind viele Hedgefonds drin, ja. Ich glaube, die kommen aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Klar, die müssen irgendwann mal zumachen. Was mich insgesamt stört bei der ganzen Geschichte, seitdem da gestern die Zahlen rauskamen, werden die ehemals ausgesprochenen Analystenschätzungen, die werden nur ganz leicht revidiert. Naja, das stimmt so auch nicht. Die werden revidiert, aber die sind alle weit ab vom Kurs. Der tiefste, den ich gefunden habe, ist bei 80. Das ist Barclays. Die haben das von 153 runtergenommen auf 80. Bernstein von 160 auf 90. Goldman liegt jetzt bei 130. Das sind wir hier. Die UBS hat es reduziert von 151 auf 110. Hallo, das sind Verdreifachungen. Wenn ich das lese, da muss ich ja fast das Haus beleihen und hier die Dinger kaufen. Und da neige ich echt zur Vorsicht. Das finde ich, ich finde die sehr sportlich, diese Einschätzung. Und da werden mit Sicherheit noch ein paar mehr kommen. Also wartet, nicht zu schnell. Und wenn ihr keine Position habt und müsst das machen, dann bitte nur Schnüffelstücke. Wie gesagt, bei mir waren es 10 Stück. Und die kosten jetzt, deswegen Schnüffelstücke oder Pizza-Trade oder Döner-Trade, die kosten momentan, was ist denn das? Das sind 85 Euro. Da kann ich lecker von essen gehen. Das ganz langsam, ja, das ist nicht der Zeitpunkt für große Size, noch nicht. In diesem Zusammenhang ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.